Stellen Sie sich einmal vor, alle Kindergärten werden geschlossen, alle Sporteinrichtungen, alle Museen, die Polizei ist nur mehr über einen Anrufbeantworter erreichbar. Das ist wirklich passiert in den USA, als einige Gemeinden in Insolvenz fielen. Stellt sich natürlich sofort die Frage, kann so etwas in Österreich auch passieren? Georg Kodek, ich bin hier Professor an der WU und Richter am Obersten Gerichtshof. In meiner Forschungstätigkeit habe ich mich mit der Frage beschäftigt, wie würde die Insolvenz aussehen, wenn ein ganzer Staat in Insolvenz fällt, ein Bundesland, eine Gemeinde. Die praktische Relevanz dieser Fragestellung liegt auf der Hand. Was würde mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landes, der Gemeinde passieren? Was mit der gesamten Infrastruktur, Spitäler, Müllabfuhr und vieles andere mehr? Wie sehr und wie schnell das plötzlich praktisch unmittelbar relevant werden kann für jeden Einzelnen, das hat der Fall Kärnten uns drastisch vor Augen geführt. Wichtig ist dabei ein methodisch umfassender Ansatz. Es geht einerseits um Rechtsvergleichung. Es gibt andere Länder, vor allem die USA, wo es wesentlich mehr Erfahrungen zu diesem Thema gibt als bei uns. Wir schauen auch in die Rechtsgeschichte. Es gab schon einmal in Österreich in den 1930er Jahren Konkursverfahren über Gemeinden. Und vor allem ist auch ein interdisziplinärer Ansatz wichtig. Es geht im internationalen Bereich darum, die Vorgaben des Völkerrechts zu berücksichtigen. Es geht im nationalen Bereich darum, den Vorgaben des Verfassungsrechts Rechnung zu tragen. Entscheidend ist, dass die Funktionsfähigkeit des Landes, der Gemeinde, erhalten bleiben muss. Die Verfassung weist Bundesländern und Gemeinden bestimmte Aufgaben zu. Die müssen erhalten bleiben, die Landesgesetzgebung, gewisse Infrastruktureinrichtungen. Alles das wird es weitergeben. Insoweit gibt es also für den einzelnen Bürger, für die Bürgerin eine gewisse Entwarnung, wenn auch vielleicht schmerzliche Einschnitte notwendig werden können. Das Spannende ist, wie setzt man diese Vorgaben der Verfassung im Einzelnen um? Der Teufel, der juristische Teufel, steckt im Detail. Letztlich bestimmt das Insolvenzrecht, was am Ende des Tages vom Privatrecht übrig bleibt, von einzelnen Ansprüchen der Gläubiger. Aufgrund unserer Forschungen, ich habe das gemeinsam mit Professor Potatsch hier einem Professor an der WU untersucht, kann man relativ genaue Aussagen treffen, wie würde die Insolvenz etwa eines Bundeslandes in der Praxis konkret aussehen. Auf den ersten Blick muten die Konsequenzen vielleicht nicht so dramatisch an. Vieles, was uns vertraut ist, würde es wahrscheinlich weitergeben. Gläubiger würden im Fall einer Insolvenz eines Bundeslandes nur sehr wenig bekommen. Allerdings würden die Schulden des Landes dadurch nicht wegfallen, nicht bereinigt werden können. Und die Konsequenzen wären, dass die Budgethoheit faktisch über viele Jahre und Jahrzehnte eingeschränkt wäre und damit auch die Möglichkeiten aktueller politischer Gestaltung.